Die Schorfheide im Dezember 1998. Nach Jahren ist im Berliner Raum wieder richtig Schnee gefallen. Einfahrt in den Bahnhof Klosterfelde hat ein Regionalbahnzug der Linie 27 Berlin-Karow Groß-Schönebeck. Seit einiger Zeit stehen hier die Großdieselloks der heutigen Baureihe 219 im Einsatz. Sie gehören zum BW Cottbus und werden durch die Einsatzstelle Lichtenberg betreut. Zurzeit wird der Streckenabschnitt Klosterfelde-Groß-Schönebeck nicht bedient. In Klosterfelde ist daher Endstation. Nach kurzem Aufenthalt ist der Zug auf dem Rückweg nach Berlin. Im Jahre 1977 kamen die ersten Dieselloks der damaligen Baureihe 119 zur Deutschen Reichsbahn. Zunächst erhielt das BW Saalfeld zur Ablösung der Baureihe 95 die neuen Maschinen. Sie waren für den Neben- und Hauptbahndienst gedacht. Bis 1985 kamen insgesamt 200 Dieselloks der Baureihe 119 zur Deutschen Reichsbahn, die von der Lokomotivfabrik 23. August in Bukarest in Rumänien gebaut wurden. An alte Reichsbahnzeiten erinnert der Bahnhof Barsdorf. Hier zweigt die Strecke nach Wensickendorf bzw. nach Liebenwalde ab. In den Bahnhof rollt 219 023. Nur wenige Kilometer südlich von Barsdorf liegt der Haltepunkt Schönwalde. Ein- und Ausfahrt für die Regionalbahn 27 Richtung Berlin. Seit Herbst 1996 ist die Strecke zwischen Wensickendorf und Liebenwalde stillgelegt. Zwei baufällige Kanalbrücken und wie vielerorts fehlende Fahrgäste brachten der Strecke das aus. Heute haben die Regionalbahnzüge in Wensickendorf Endstationen. Leider erwies sich die heutige Baureihe 219 in ihren ersten Einsatzjahren als sehr störanfällig. Zeitweise klagte das BW Saalfeld über einen Schadbestand von 30-40%. Erst mehrere Umbauten durch die Reichsbahn machten die Lokomotiven bahnfest. Bei den Eisenbahnern heißt die Großdiesellok U-Boot. Die seitlichen Bullaugen brachten der Baureihe 119 diesen Spitznamen ein.
Zurück nach Barsdorf. Leider sind bis heute die U-Boote recht störanfällig geblieben. So können deshalb auf der Heidekrautbahn immer wieder Dieselloks der Baureihe 202 gesichtet werden. Selten ist sie geworden, die alte Baureihe 112. Standortwechsel zur Ostbahn zwischen Strausberg und Kiez. Auch hier stehen die Lichtenberger U-Boote im Regionalbahndienst. Richtung Berlin ist ein Zug der RB26 unterwegs. Noch heute stehen doppelte Telegrafenmasten entlang der Ostbahn. Eisenbahnromantik zum Anfassen. Wie lange noch U-Boote bei der Deutschen Bahn unterwegs sein werden, ist noch nicht abzusehen. Doch allzu lange wird es bis zur Ausmusterung nicht mehr dauern.